Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück hier zu Dark Souls 3 und den Katakomben. Und wir werden heute tiefer in die Katakomben vordringen. Beim letzten Mal haben wir hier schon den alten Dämonenlord besiegt, direkt am Anfang mal. Allerdings haben wir den schwelenden See nicht erkundet, denn dort hat uns die ganze Zeit eine hässliche große Dreischussballiste aufs München aufs Emberköpfchen gegeben. Und dagegen wollen wir heute was tun. Nämlich indem wir diese Balliste selbstverständlich ausschalten. Wie soll das anders sein? Ihr seht, sehr viele Upgrade-Materialien gibt es hier unten. Da stellt das Spiel dann so ein bisschen sicher, dass wenn man bis dahin seine Waffen noch nicht wirklich verbessert hat, dass man spätestens jetzt hier unten in diesem optionalen Gebiet ganz schnell Nachschub bekommt. Wir wollen hier drüben rein. Ja, ich glaube, ich muss nicht weit über Zelda reden. Ach, wie gut, ich kann es noch einmal sagen, wie gut es ist. Es ist ein Traum. Da möchte ich nicht reinfallen. Wobei, wenn man reinguckt, dürfte man ein bisschen Lava sehen. Und gegen diese Lava kann ich noch nichts machen. Ich glaube, ich habe noch nicht die passenden Ringe, noch nicht passende Zauber. Deswegen werde ich mir die Gegenstände aus diesen Lavaseen nicht besorgen. Aber da ist hier nichts Interessantes dabei. Stattdessen wollen wir hier, wie ich bereits beim letzten Mal ständig ankündigte, die ganzen geheimen Wege öffnen. Und schauen, was sich hier so verbirgt. Also auch diesen Teil kennen wir bereits. Da drüben. Da ist man nicht lang gekommen. Das hier ganz offensichtlich, so sieht es zumindest aus, ne? Eine große Spinne, deren Körper fehlt. Ja, nicht Körper, deren Kopf fehlt. Und da könnte man natürlich spekulieren, es liegen Menschen da. Dass es eine der Töchter Icelips ist. Ich vergesse immer die Namen. Die man in Dark Souls 1 eben getroffen hat. Und diese Gegenstände könnte man sich jetzt hier ganz schnell rausholen, wenn man genug Lava-Resistenz hat. Habe ich nicht. Von daher lasse ich das. Da war echt nur Mumpitz drin, wenn ich mich nicht irre. Stattdessen wollen wir hier weitergehen. Genau, hier rechts rum. Und schauen, was sich unten sonst noch so verbirgt. Ich merke gerade, ich hätte mir mal langsam was zu trinken holen sollen. Mein Mund wird trocken. Ich bin mir tatsächlich fusselig gerödert. Oh mein Gott, die haben alle überlebt. Das ist immer ein gutes Zeichen in Dark Souls. Wenn Gegner mit so wenig Leben überleben, dann sollte man seine Waffen verbessern. Unter anderem mit einer großen Titanitscherbe hinter dieser geheimnisvollen Wand. Und dann noch einer. Yay. Und ein schöner Stab. Ich bin so dumm, wie ich blöd bin. Ich hab's doch gesehen und dachte mir einfach. Oh, wird schon schief gehen, dachte ich. Aber das Schöne ist auch hier, man kann einfach an allem vorbeirennen. Ist das alles halb so wild? Ich muss mal meine Ausdauer wieder verbessern. Ich habe jetzt die letzten Punkte alle in Stärke investiert, weil ich ja nach wie vor damit hadere, mit was für einer Waffe ich kämpfen möchte. Und dann wahrscheinlich irgendeinen großen Zweihandhammer benutzen, Zweihandaxt, weil ich damit echt seit Dark Souls 1 nicht mehr gespielt habe. Dachte ich mir, wäre das jetzt immer wieder ein guter Grund, damit anzufangen.
So. Da läuft immer noch was hinter uns, ha? Huh? Doch nicht? Okay. So, aber ihr seht, man kommt hier relativ gut wieder von einem Leuchtfeuer zu allen anderen Gebieten hier unten. Die rennen jetzt schon. Ah, okay. So, und hier unten brauchen wir dringend Glut. Gott, ich habe die Seelen nicht aufgenommen, ich dummer Hund. Dann gehen wir halt mal wieder ein Stückchen zurück. Das hier wäre der eigentliche Weg. Wir haben wieder den Weg über die illusionäre Wand genommen. Ich habe diese Frösche schon immer gehasst. Also, sehen aus wie Frösche, sind ja gar keine Frösche. Man darf sie, glaube ich, nicht töten, oder? Doch hier. Man sieht, dass das da sind gar keine Augen, diese riesigen Dinge. Dreh dich mal um, vielleicht sieht man es dann besser. Nee. Diese Dongel da sind nicht die Augen. Das. Bada, bada. Nehmen wir das Fernglas hier mal. Nee. Müssen näher rangehen und das Fernglas benutzen. Da seht ihr das Maul und über dem Maul, man sieht das ganz schlecht, sind ganz kleine Augen. Also nicht diese großen Bommel auf seinem Köpfchen sind die Augen, sondern da sieht man es, so ein gelber kleiner Fleck. Das sind die wahren Augen. Warum die diese riesigen Dinge da oben haben? Wahrscheinlich zur Ablenkung. Damit alle Welt denkt, Mensch, Riesenfrösche. Blöde Frösche, du. So, wir gehen nicht den Hauptweg nach oben, wir nehmen diesen kleinen Seitenpfad. Und in diesem kleinen Seitenpfad geht es wieder zu einer Lavastelle nach unten, in die wir wieder nicht rein können. Allerdings können wir hier einen NPC ausschalten. Okay, für den Mann... Das ist schon wieder der Ritter schlechter Zorik. Wir haben schon mal gegen ihn gekämpft. Man muss gar nicht geändert sein für ihn. Sehe ich gerade, der ist immer da. Oh, der Typ macht mir immer zu schaffen. Ich hasse dich. Ich besitze Tears of Denial. Ich hasse diese Kombos. Bei denen man nicht immer weiß, ob er jetzt die Doppelkombo macht und die einfach durch alles durchgehen, was man ihm antun könnte. Ich hasse es wirklich. Naja gut, aber dafür können wir jetzt noch ein bisschen weiter rennen. Den ganzen Weg, diesmal vorbei an den Ratten, vorbei an den Fröschen. Die Basilisken heißen sie, glaube ich, offiziell. Die Ratte kommt uns hinterher gerannt, wenn man sie nicht tötet. Aber ist alles egal. Du bist mir egal. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob man...
bei ihm jetzt ja auch die Geste bekommen könnte, wenn er einen tötet. Wir haben das ja schon in den Katakomben weiter vorne gemacht. Die Geste abgeholt. Das ist halt... Was willst du denn machen, ne? Können die gegeneinander? Nee, ne? Wenn er gerade was gemacht hat, gegenschlagen. Jetzt habe ich da echt noch so einen Nervsack von Basilisken dabei. Das war aber schön. Also, wie er sich da zur Wehr gesetzt hat. Der kann sich dabei sogar noch drehen, wenn er diese Kombo macht. War einmal zu viel geschlagen, ich hätte direkt wegräumen müssen. So, jetzt bist du oberhalb der Treppe und ich unterhalb. Ist aber unschön. Natürlich das Schlachtermesser den Vorteil, dass es eine recht lange Waffe ist. Du hast mich genervt, ich hasse dich. Ultra Fume Sword, Great Sword und Schwarzeisen Großschild. Weiß gerade gar nicht, ich glaube, der Schild war gut gegen Feuer. Ja, 83 Feuer. Und das Fume Great Sword wurde mal eine Zeit lang sehr gern benutzt. Ist ja ursprünglich in Dark Souls 2 in einem der DLCs gewesen. Ich weiß gerade nicht, im ersten oder so. Fume Knight. Auch eine sehr, sehr schöne Waffe. Wurde aber meines Wissens irgendwann 2016 auch nicht genervt, weil die Leute festgestellt haben, dass das echt abgeht, das Schwert. Und seitdem... Ach, ich kenne mich eh nicht so gut aus. Was gerade so im Dark Souls PvP oder so angesagt ist. Dafür habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, habe ich immer nur Angst vor PvP. Mein Herz fängt an zu rasen. Das ist schon schlimm genug, wenn ich League of Legends spielen muss. Selbst da geht mein Herz immer, geht mir der Arsch auf Grundeis. Mein Herz fängt an zu pochen. Wobei mittlerweile habe ich mit Bier ein ganz gutes Gegenmittel gefunden. Das Problem ist nur, dass meine Fähigkeiten mit zunehmendem Bierkonsum einfach noch weiter sinken. Wobei man jetzt auch schon meinen könnte, ich hätte ja, wer weiß, wie viele Biere getrunken, wenn ich spiele. So, hast du mir meine Tiers zerstört. Nicht zweimal. Okay, man muss bei denen echt aufpassen. Und nicht eine halbe Sekunde zu früh reinrollen. Mitten in den Schlag gerollt. Es ist eine Freude, heute zuzugucken, oder? Dabei ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Wir sind jetzt nämlich schon relativ weit. Wir müssen, sobald wir diese Katakomben hier ein bisschen verlassen, gar nicht mehr so weit. Ich war das so nervig.
So, und damit sind wir jetzt schon wieder bei den Fröschen. Froschbasilisken. Und gleich auch auf der Brücke. Du springst hoch. Du springst zurück, meine ich natürlich. Da wir hier jetzt nirgendwo mehr überfallen werden können von NPCs, muss ich auch, glaube ich, keine Glut benutzen, denn ich bin echt relativ verschwenderisch. Dadurch, dass ich wirklich, wirklich häufig sterbe, da sieht, was so ein halbes Jahr lang kein Dark Souls spielen aus einem macht. Alter Schwede. Was ist das denn für eine bescheuerte Kombo? Easy. Ich weiß nicht, warum ich mich manchmal so dämlich anstelle. Sieht man wieder die Lava-Welten unten. Und kommen zurück ins Freie, denn hier müssen wir auch hin. Hier gibt es noch einen ganz hübschen Bogen zu holen. Und natürlich für uns in allererster Linie eine Balliste auszuschalten. Musste man höher gehen und sich dann irgendwie runterfallen lassen? Ja, ne? Hier musste man sich hinfallen lassen. Der Drachenreiterbogen. Auch der aus Dark Souls 2, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es zum ersten Mal die Drachenreiter. Ach, Dark Souls 2 hat so viele coole Sachen. Gut, die Drachenreiter gehören nicht unbedingt dazu. Einen Bosskampf, den es anderthalb Mal gab. Einmal gegen einen einzelnen Drachenreiter und einmal gegen zwei, unter anderem eben mit so einem Bogen. Und schwuppdiwupp sind wir wieder beim schweren See. Da unten, der voller Krabben, das sieht man nicht von hier aus. Irgendwie war es klar, Aber genau deswegen sind wir hier, um diese Balliste da oben auszuschalten. Da können wir noch ein paar Skelette und nervige Übungstypen umbringen. Also wirklich viel mehr zu tun. Außer, dass es die ganze Zeit laut ist. Wie in so einem Stahlwerk. Echt? Man darf nicht mal reinschlagen. Ach, Kinders. Da guckt er alle, ne? Super rein. Glaube ich, immer nur darauf achten, ob sie einem schon Seelen gegeben haben. Und da kommt ihr beide. Ihr könnt aber auch einzeln kommen. Los. Hallo.
uns gerade verzögert. Aber der... Dieser Schlag kam so spät, als ob der gecued gewesen wäre, eine Sekunde. Also ich habe lange nicht gedrückt auf meinem Gamepad. Warum bin ich gestorben? Ich hatte auch Tears of Denial. Also zwei Schläge mit einem. Das nervt mich gerade. Das war wirklich, ich habe diesen Schlag ausgeführt, also mein Charakter hat diesen Schlag gerade ausgeführt, obwohl ich bei mir auf dem Gamepad bestimmt eine Sekunde vorher gedrückt habe. Und er da nichts gemacht hat. Eine halbe Sekunde, nicht eine ganze. Auf jeden Fall lang genug, so dass es mir aufgefallen ist, wie verzögert es passiert ist. So, jetzt bin ich wieder genervt. Aber das ist so wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich das Gebiet nicht so mag. Es ist spielerisch, oder erstmal so rein von der Gestaltung her, ist es nicht besonders toll, bis auf die paar Wände, aber die illusionären Wände sind somit das langweiligste Gestaltungselement, das es gibt. Ich mag es lieber, wenn man geheime Verstecke irgendwie erahnen kann, außer, hey, schlag mal gegen die Wand da. Und vom Aufbau ist ja sonst nichts so, und die Gegner, die kotzen mich einfach nur an. Das sind eigentlich nur eine Reihe an ekligen Gegnern. Die Gifttypen, die blöden Basilisken, Ratten, alles Scheiße, was es hier gibt. Kann man nicht anders sagen. Da bist du noch hier der coolste von allen. Aber auch du interessierst nicht mehr, Schwarzritter. Der versucht mich von der Leiter zu schlagen. Er hat meinen Plan, dass heute noch der komplette schwelende See dran ist. Wird wohl nicht aufgehen. Da sieht man mal wieder, dass ich einfach nicht pro bin. So, die Ecke können wir ignorieren. Es geht weiter hoch. Jetzt stellen wir uns hier mal bitte nicht ganz so doof an. Los, komm mit. Arsch mit Ohren. Schlag, so kreisrund dreht. Noch ein Treffer und der hätte, glaube ich, Blutung ausgelöst. Kleiner Bastard. Ich hasse diese Viecher. Dabei sind wir hier echt gleich durch. Registriert Dark Souls die Controller nicht, wenn er einmal aus war? Glaub mir, ist das Spiel abgestürzt. Nee, gut. War eine kürzere Episode. Ich bring den um und morgen geht's dann an der Balliste weiter. Es gibt Tage, da hasse ich mich. Bis dann, ciao, ciao.